Ja, herzlich willkommen bei einem neuen Video auf meinem Kanal. Ich bin heute mal wieder unterwegs. Und zwar sind wir diesmal nicht auf Lost Place Tour unterwegs, sondern wir sind im schönen Berg des Garden unterwegs. Wir werden jetzt zum Königssee gehen und werden euch da so ein bisschen mitnehmen. Und wenn ihr dann da oben schon schaut, seht ihr schon die ersten Bergpanorama. Das ist ja richtig, richtig schön, wie der Franke sagen würde. Ja, mit dabei ist hier ungeschminkte Alina. Eine ungeschminkte Lena. Also, würde ich sagen, wir nehmen euch mit und es schmeckt. Immer schön der Kamera nach und ihr wisst, wo es ums Ziel geht. Ja, gerade wusste die Kamera nicht, wo lang es geht. Ja, jetzt weiß ich es aber. Ja, ja. Weil ich falsch bin, schreit die Kamera. Der Euro ist noch drin. Falsche Richtung. Nehmt doch mit. Macht ja nichts, weil es ist ja 360 Grad Kamera. Ich kann sie zurechtschneiden, wenn ich da bin. Wenn ich das Video schneide. Kannst du nicht verstecken. Wenn du fertig bist mit deiner Aufnahme. Das ist auch so. Ja. Nein! Nein, ich war hier und die Kamera nimmt mich auf. Kamera nimmt 360 Grad Kamera, du Schlaube. Die nimmt den ganzen Bereich auf. Die hat auch vorne und hinten eine Linse. Also 50 auf beiden Seiten. Nee, 360 Grad. Aber auf der Seite ist ja kein Bildschirm. Braucht die Kamera ja nicht. Darf ich kurz ein YouTube-Tutorial machen? Nein. Kannst du ja dann rausschneiden. Nein. Nein. Dann geh zu deinem Nagelstudio, das verkrönt. Ich bezahle dir deine Miete. Bist du pleite? Du hast so 40 Euro auf deinem Konto. Oh mein Gott. Karte. Oh mein Gott, sie ist pleite. Also, damit jetzt alle auf YouTube wissen, ungeschminkte Alina ist pleite. Ich kaufe Alina zu Dirndl. Dann bin ja ich pleite. Ja. Oder der Papa bezahlt die Nägel von der Alina. Könnten wir ja auch so machen, ne? Alina muss ja wohl auf das arbeiten, dann wäre sie nicht pleite. Stimmt, deswegen habe ich auch ein bisschen Geld eingesteckt. Also ich bin auch nicht pleite. Echt? Was ist es? Ja. Was? Egal. Ja, nicht egal. Da hinten ist jetzt dann diese Wiener Bahn, ne, wo du hochfahren kannst. Ja, aber du bist doch jetzt zum See. Ja, ja. Ja, ich hab schon noch gesagt. Und das sind Souvenirshops und Giftshops. Ganz sicher nicht. Sonst kommen wir nicht mehr zum See. Doch, da sind Souvenirshops. Dass die Leute auf YouTube das auch sehen, da sind Souvenirshops. Also hier ist ein Souvenirshop, da steht Filme, Souvenirs und Andenken, damit die Leute auf YouTube das sehen. Ja, natürlich immer. Ja. Boah, die 2 Meter Lauf haben dir jetzt wehgetan. Ja. Also da gibt es ganz tolle Sachen, muss ich sagen. Übrigens, das hier ist jetzt eine Reality-Doku. Willkommen bei den Mangas. Nee, weil du bist ja keiner. Ja, Gott sei Dank. Dann müsste ich ja vielleicht sagen, komm bei den Mangas. Was machen Sachen, Alini? Wir müssen da auch mal einen Magnet mitbringen, weil sonst schickt sie uns ja hinterher. Wir müssen doch auch mal einen Magnet mitbringen. Natürlich, weil sonst schickt sie uns mit. Sonst trägt die uns von einem Trainer wieder zurück hierher. Ja, wir bringen ihr Königssee Murmeltier. Ach so. YouTube muss das aussehen. Zeig mir eine Chefkamera. Papa! Ja? Was ist los? Was sagen wir zu deiner Verteidigung? Welche Verteidigung? Was sagen wir zu deiner Verteidigung? Gar nichts. Mal. Ja, herzlich willkommen zum neuen Story bei mir auf dem Kanal. Ich bin unterwegs auf
Natur und zwar, ihr seht die Berge im Hintergrund, das sind auch Königssee. Und dann hat auch mal ein Königssee. Man sieht mich aus Versehen. Was sonst ist nämlich vielleicht? Akku. Da steht doch sogar Bubblewaffel und das steht nur in der Trailer. Falsche Richtung. Nehm doch mit! Macht ja nichts, weil es ist ja 360 Grad Kamera. Ich kann es jetzt wegschneiden, wenn ich da. Nein! Wenn ich das Video schneide. Kannst du nicht verstecken. Aber wenn du fertig bist mit deiner Aufnahme. Das ist Aufnahme. Nein! Warum dreht die Kamera sich nicht um? Ich will, dass die Kamera umdreht. Ah! Hallo, herzlich willkommen zu meinem YouTube-Kanal. So, jetzt haben wir was gegessen bei der Wirtschaft hier. Was man sagen muss, ist, es hat ewig gedauert, das Essen, und dann war das Sauerkraut kalt. Und der Braten war auch leicht kalt. 72 Euro. Kann man schon ein bisschen was erwarten, glaube ich, oder? Also, falls ihr hier essen dockt, und vielleicht hat der eine oder andere bessere Erfahrungen dann gemacht, dann schreibt es mal bitte in die Kommentare. Aber, ja. Jetzt geht es gleich aufs Schiff, wird zum 45, fährt das Schiff. Und dann geht es rüber zur Sant Pater Romeo, oder Pater Romeo, glaube ich. Pater Romeo. Sant Pater Romeo geht es rüber. Ja, und dann fahren wir noch hoch zum Obersee. Ja, und dann sind wir 2 Stunden mit dem Schiff unterwegs. Geil. 1688, da sind im Königssee 70 Pilger ertrunken. Hier ist der See bereits über 100 Meter tief. But English talking guests here on the right side, you see the small red cross, and there happened an accident in 1688, there died 70 pilgrims. Und nun bekommen wir den Blick über den ganzen Königssee. Die Sonne steht sehr tief, aber man kann trotzdem hier vorne rechts bereits Bartholomä erkennen. 5 Kilometer sind wir davon entfernt und wir werden etwa eine halbe Stunde brauchen, bis wir dort ankommen, wenn nichts passiert. In front of us, on the right side, you see the Church of Bartholomew. We are 5 kilometers away from it, and we need approximately half an hour to reach it, if nothing happens. Was man ja nicht. So,
und nach rückwärts raus, wenn sie schaut, wo wir hergekommen sind, am Horizont draußen die schlagende Hexe. Wow. Ein Fantasieobjekt, der Kopf ist rechts, kann man ganz deutlich erkennen, wenn sie schaut. Alles dran, was man so braucht. Look to the back where we came from, the mountain on the horizon is called Sleeping Witch. It's a fantasy mountain. On the right side the forehead, then the nose, the mouth, the chin, and all the rest of it. It looks like a young witch, verstehst? Ja, das habe ich auswendig gelernt, das kann man nicht. Links der Königsbach-Wasserfall, 200 Meter kommt er da runter und darüber der Jänner, ein Aussichtsberg, und den erreicht man am besten mit der Seilbahn vom Dorf Königssee aus, die Jännerbahn. The waterfall on the left side is named Königsbach, falling height 200 meters, and the mountain over there, the Jänner Mountain, is reachable by a cable car. Wir liegen ja 603 Meter über dem Meeresspiegel. Der See ist 8 Kilometer lang, 1,25 Kilometer breit und er ist bis zu 200 Meter tief. Lake Königssee lays 603 Meters above sea level. It is 8 Kilometers long, 1.25 Kilometer wide and 200 Meters deep. Ich sehe natürlich auch, aber nicht sehr viele. Das Wasser ist so sauber. Hier rechts von uns ein deutliches Beispiel für das Fortschrittsland Bayern. Bei uns kommen sogar die Frauen ans Ruder. There are some different kinds of fish in the lake, for instance, trout, pike, perch, so the English name. Sport fishing is not allowed, there's only one professional fishing, Bartholomew. Und die Boote hier, die werden mit einem Elektromotor angetrieben. Das schon seit dem Jahre 1909, also auch schon 114 Jahre lang. Und auch das war damals schon sehr fortschrittlich. Das ist eben Bayern. Kann man da mit so einer Ladung, der, ich glaube sogar, das war die CSU, gell? Ich weiß es nicht. Kann man dann mit so einer Ladung der Batterien den ganzen Tag ununterbrochen fahren und in der Nacht werden die Batterien dann immer aufgeladen. Lediglich der Fischer, die Wirte und der Nationalpark, die haben das Recht, dieses Gewässer mit einem Außenbordner zu befahren. These all are electric boats. We have these electric boats since 1909 and the batteries will be charged on night. Only the hunter, the fisherman and the owner from the restaurants have got outboarding boats. Momentan die Wassertemperatur 15 Grad und das Wasser hier ist sehr sauber. Der Königssee hat Trinkwasserqualität. Wird aber nicht genutzt als Trinkwasser, weil wir kein Wasser trinken. Was weißt du, was da zum Lachen? Das ist auch kein Wasserbank, was da was. The water is very clean, it is drinking water quality. And the temperature from the water 15 degrees. It is cold and the locals say, if you jump into the lake as a king, you will get out as a queen. Da haben wir gleich die Echowand erreicht rechts, da gibt es den bekannten Widerhall. Da wird heutzutage von den meisten Schiffen aus auf Wunsch der Fahrgäste mit einem Flügelhorn geblasen. Somit kann man dann das Echo hören. Wir haben so ein Instrument dabei, wenn Sie wollen, machen wir das, dann spielt mein Kollege eine drüber. Das ist immer sehr schön, wenn Sie klatschen, weil mich das an die Zeit erinnert, als ich noch Echo geblasen habe.
haben die Gäste auch immer geklatscht, aber leider nur vorher. Hier on the right side, we see the Echo Wall is on the boat. And the captain blows with his horn and melodies, and you can hear the famous Echo of Königssee. This is an old tradition, it's a 19th year tradition. And at the end has a chance to give a tip for the Echo. This is part of the old tradition too. Also das machen wir immer recht gerne, diese Echoblasen, weil es schon einmal vorgekommen ist, dass wir dann nach dem Echoblasen etwas für unsere Bierkasse bekommen haben. Und darum machen wir es auch so gerne. Manche Kollegen sprechen von einer Kaffeekasse, aber das ist gelogen. Wenn es uns aber ist, möglichst ruhig sein, dann hört man es besser. Please be very silent, listen for the echo. And the first part is blown in German, the second part in English. Die heißt ja letztes auch schon mal gekommen, dass da auch andere dabei kommen. Jetzt wird Harald schlecht mit Haaren aus dem Schaum nehmen. Ihr seid 32 verheiratet. Wolfgang, jetzt haben wir noch die nächste Zeit erklärt. Oh, nee, jetzt muss ich We'll be right back.
der sogenannte Obernsee. Da ist halt mächtig was los. Leider konnte ich das Foto, was ich machen wollte, nicht machen. Ja, ist wie es ist, kann man jetzt nicht ändern. Ärgert mich zwar ein bisschen, weil da unten ist die Hütte. Und das ist halt dann da dafür bekannt, sagen wir mal, dass man hier das sogenannte Foto schießt. Leider kann ich das vergessen. Da ist so viel los. Naja. Aber ich nehme euch mal ein bisschen mit und kann das ein bisschen die Eindrücke hier sammeln. Ja, Entschuldigung, ich sehe nicht, was mit dem hier passiert. Nein, das ist ein Moos. So, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da. Kommentieren, liken, teilen, ihr kennt das Spiel. Bis zum nächsten Video. Haut rein.